Fuck 2020 Musikfilm. Ein historisches Dokument, also so leere Straßen Hamburgs während des Lockdowns. Der Film gibt Einblicke in das, was Corona mit Menschen aus der Veranstaltungsbranche, aus der Kultur gemacht hat. Und tiefe Einblicke in die Dynamik einer Band und durchaus auch sehr intime Einsichten in die Person H.P. Baxter. Ich würde jetzt mit letzterem mal anfangen. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt überlegt oder befürchtet, dass dieser Blick hinter die Kulissen, diese sehr privaten Einblicke, dieses coole Image von H.P. kaputt machen könnten? Also sagen wir mal so, es gab gerade, als der Film dann so weit fertig war, ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, vorher dachte ich schon, bin mal gespannt. Und dann dachte ich, an einigen Stellen habe ich schon ein bisschen geschluckt und dachte, oha, das finden vielleicht nicht alle so sympathisch. Und da habe ich Cordula, die Regisseurin, gefragt, sag mal, Cordula, meinst du, das ist ein Tick zu hart alles? Und sagt sie, nee, das soll authentisch sein und so ist es ja und wahrscheinlich ist es bei anderen Bands auch so, nur nicht jeder lässt das dann zu, dass das dann mitgefilmt wird und da habe ich dann entschieden, also entweder man macht das richtig oder gar nicht und habe dann auch gesagt, na gut, dann ist es so und dann sieht man ja, wie die Leute reagieren, ändern kann man es eh nicht, also finde ich dann auch besser so, als wenn man dann versucht, da irgendwas zu beschönigen. Ich habe jetzt das Gefühl, und das wird den ganzen Kinogängerinnen und Gängern ja wahrscheinlich auch so gehen, dass ich dich kenne. Wie viel Hans-Peter ist denn tatsächlich in H.P. Baxter und andersrum, wie viel H.P. Baxter ist in Hans-Peter Gerdes? Ja, na gut, das ist tatsächlich so, das denke ich auch manchmal, so dieses Jekyll and Hyde, so dass man so, ja, also doch schon in so Gegensätzen lebt. Eines eher dieses ruhige, beschauliche, das andere das wilde und man muss versuchen eben das alles so in Einklang zu bringen, in so eine Balance, dass es funktioniert. Weil das eine hat dann mit dem anderen nicht so viel zu tun. Aber ich habe aus dem Film gelernt, dass Ferris zum Beispiel, da gibt es einen O-Ton von ihm, wo er sagt, diese private Person und die öffentliche, die waren einfach nicht mehr deckungsgleich und deswegen konnte er das nicht mehr mitmachen. Hast du diese Überlegung manchmal, dass du so denkst, ey, wer ist denn jetzt eigentlich wer hier von mir? Nee, das gar nicht. Ich glaube auch eher, das ist dieses, ja, was heißt, also ich sehe auch jetzt H.P. Baxter jetzt gar nicht so als Kunstfigur. Ich identifiziere mich da sehr mit. Und ich glaube, man hat einfach so eine, also ich habe zumindest so eine ruhigere Seite und eben auch dieses etwas wildere. Und ich mag dann auch gern diesen Kontrast. Und wenn das eine nervt, dann geht man wieder in den anderen Modus und umgekehrt. Und nee, ich fühle mich da eigentlich sehr wohl in der ganzen Geschichte und habe das eben nicht so. Also auch musikalisch. Das Schöne ist ja, ich muss mich nicht verbiegen, ich mache ja eigentlich das, was ich gerne machen möchte und auch von meinem Musikempfinden genau das, was ich gut finde. Und das, finde ich, ist schon eine tolle Sache, das hat ja auch nicht jeder. Ja, absoluter Luxus, würde ich jetzt auch sagen. Aber ich frage dich trotzdem, gehst du unfrisiert oder ungeschminkt mit den Hunden im Alstertal irgendwie aus dem Haus oder ist da ganz viel H.P. Baxter drin? Ja, also ich sag mal so, das ist ja auch immer so die Macht der Gewohnheit. Also bevor ich aus dem Haus gehe, bin ich eigentlich komplett gestylt. Also das ist auch so ein Anspruch, den ich an mich selber habe. Wenn ich dann im Haus sind ja auch hier und da erstmal ein Spiegel, an dem man vorbeiläuft. Und damit man sich dann nicht unwohl fühlt oder gar erschreckt, mag ich das ganz gerne, dass man eigentlich dann vernünftig gestylt aus dem Haus geht. Das heißt, man hat dich während des Lockdowns, während Corona auch nicht irgendwie in einer Trainingshose in Ullstedt gesehen? Nee, auf keinen Fall, aber auch unabhängig von Corona besitze ich sowas tatsächlich nicht. Ich finde, das hat Karl Lagerfeld sehr gut auf den Punkt gebracht, dass das Leben außer Kontrolle geraten ist, wenn man in einer Jogginghose auf der Straße angetroffen wird. Und das sehe ich genauso. Corona, ich meine, Scooter, die Musik von euch, die Partys, die Raves, sind ja, man kann sagen, wirklich das absolut genau Gegenteil von Corona und von dieser Zeit, die wir jetzt hier hinter uns haben. Wie hast du, fangen wir an, als Musiker, wie hast du diese Zeit erlebt? Also auch als jemand, der die Kontrolle ja abgeben musste. Also ich habe dich jetzt so kennengelernt durch diesen Film, als ziemlichen auch Kontroll Freak, sage ich jetzt mal im positivsten Sinne. Wie ist dir das während Corona? Hast du das geschafft oder hast du es geschafft, da Kontrolle abzugeben? Weil das mussten wir ja alle. Das war ja irgendwie was ganz Neues. Ja, es war sehr schwierig. Ich sag mal so, abgesehen so von dem ersten halben Jahr, wo keiner genau wusste, was Sache ist, da dachte ich auch, ja, höhere Gewalt, Füße stillhalten, erstmal abwarten.
Und aber als man dann irgendwann merkte, das wird so eine Endlosschleife, täglich grüßt das Murmeltier, da haben wir auch so einen Song dann gemacht, Groundhog Day, nach dem gleichnamigen Film. Ja, also da wurde es schwierig und dann fing das auch irgendwann an, dass ich so nicht ganz so einverstanden war mit dem, was so passiert. Und dann merkte man so, man ist irgendwie so ausrangiert. Plötzlich hatte Kultur keinen Stellenwert mehr, war nicht systemrelevant. Und das war dann teilweise, wie ich, wo ich dachte, irgendwie geht das Ganze zu weit. Und naja, also das war schon eine schwierige Phase und ich war froh, als es dann endlich im letzten Jahr wieder in eine Normalität überging. Jetzt kommt einem das doch manchmal so vor, als wäre das irgendwie eine ganz andere Zeitrechnung, oder? Wie geht dir das? Ja, das stimmt. Das ist schon wieder jetzt so weit weg. Das ist ja auch das Schöne andersrum, dass der Mensch sich sehr schnell an dann neue Gegebenheiten gewöhnt und anpasst und das andere ist dann schon wieder Geschichte. Und insofern eigentlich ganz toll, dass der Film so ein Zeitdokument ist, wenn auch unfreiwillig. Es war ja so gar nicht geplant. Es sollte ja Tourfilm mit historischer Dokumentation werden über die Band. Und nun kam Corona dazwischen. Aber dadurch ist die Dramaturgie eine andere und man hat vieles im Bild festgehalten, was man vielleicht sonst so gar nicht gehabt hätte, wie auch dieses Autokino, das ist ja alles so eigentlich absurde Szenen, die da auch entstanden sind. Ich glaube, wirklich absurd. Man sieht ja auch, man spürt auch bei deinem Streaming-Konzert, ne, man sieht dir an, wie es dir da geht als Kreativer, als jemand, der Party machen will und dazu andere Menschen braucht. Du brauchst ja dieses ja. Feedback, ne? Genau. Ich glaube, auch ganz wichtig, so bei im Scooter-Leben und im H.P. Baxter-Leben sind Rituale. Ist das sowas, wo du auch sagen würdest, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig? Und was sind da so deine wichtigsten? Ja, also ich denke schon. Zum einen ist es so, wenn man jetzt auf Tournee ist, so dieses Tourleben, da gibt es ja auch viele Wiederholungen. Ne? Man hat ja auch oft wieder die gleichen Städte, die gleichen Hotels und irgendwie so. Auf der anderen Seite mag ich auch diese Gewohnheiten und man freut sich auf bestimmte Sachen natürlich. Dieses Warm-up ist für mich immer noch toll, wenn man vor einer Show 2 Stunden seine Lieblingstracks hört und sich so auf die Show einstellt. Oder auch dieser Rapport, der ja auch immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen ist, wo man auch wichtig mit Schriftführung und in Wirklichkeit wird alles, was wir da besprechen, nach 5 Minuten wieder in den Papierkorb geschmissen. Das ist auch so eine Art von Entertainment, auch für einen selber dann, ne, in dem Moment. Und der Bartzwang ist natürlich auch ein Ritual. Ja, auf jeden Fall. Ne. Das ist mal entstanden, schon zu Beginn unserer Karriere, als wir noch durch Hotels so, durch kleinere Städte auch getingelt sind, Diskotheken. Und dann saß man irgendwo im Hotel. Und ich kann immer nach einer Show nicht gleich ins Bett. Da habe ich gesagt, so Leute, alle an der Bar sitzen bleiben, Ghetto-Blaster an und jetzt feiern wir noch ein bisschen und daraus ist das so entstanden und das hat sich bis heute gehalten, eigentlich nur in anderer Form. Aber ist in dem Film auch viel Wodka Red Bull zu sehen? Wie bleibt man da gesund, mal jetzt mal ganz ehrlich? Hast du da einen Tipp für uns oder für mich? Ja, also ich denke, da ist ja jeder auch anders gestrickt. Bei mir ist es so, ich achte immer darauf, möglichst so eine Balance zu halten, dass ich dann auch als Gegenpol so unter der Woche gar nichts trinke, nicht rauche, viel Sport mache, eher gesund lebe und dann ich glaube, also bei mir funktioniert das bis jetzt zumindest ganz gut. Dann hat man halt dann am Wochenende wieder ein bisschen Ausnahme und dann, ja. Also ich glaube, wenn man das jetzt nur so machen würde, das wäre dann sicher nicht gut. Gibt es ein Alter oder ein Ruhestandsalter für Scooter eigentlich? Könnte ich jetzt nicht sagen. Also hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das ist schon längst durch. Aber man weiß das immer nicht. Und ich hoffe, das geht noch eine Weile. Aber ich glaube, das hat man selber gar nicht unbedingt zu entscheiden. Das passiert dann einfach. Und noch ist das Publikum sowas von bei euch. Lass uns noch ein Wort über dieses System Scooter sagen. Also auch über die Dynamik in dieser Band, die ja auch in dem Film eine wichtige Rolle spielt. Was macht ein Scooter-Bandmitglied aus? Weil ihr seid ja eine Band. Es ist ja nicht nur H.P. Baxter. Das stimmt. Also für mich war immer dieses Bandgefüge wichtig. Also dass man so einen Austausch hat, dass man auch ja, Backstage Spaß zusammen hat, dass man auf Tour ist und naja, und natürlich auch im Studio musikalisch, dass man eben nicht nur seine Meinung, sondern auch mal eine andere Meinung hört, das dann abwägt und das ist ein wichtiger Prozess. Allerdings funktioniert das auch nur, wenn die Chemie stimmt, alle irgendwo an einem Strang ziehen und ich vergleiche das mal gerne mit einer Beziehung, wenn das dann irgendwann so ein bisschen aus dem Ruder läuft und
manchmal hat man Pech, dann kommt es zu Trennung und das ist ein normaler Vorgang, weil man verbringt sehr viel Zeit miteinander. Man kann das wirklich mit einer Beziehung vergleichen. Mhm. Klar, ihr seid unfassbar erfolgreich und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und gleichzeitig gibt es doch immer wieder Leute, die sagen, oh Gott, Scooter, macht dir das noch was aus? Nein, also sagen wir mal so, das war vielleicht ganz zu Anfang, wo man manchmal gesäuft hat und dachte, oh Gott, jetzt sind wir so erfolgreich, dann gibt es so viele, die das doof finden, aber das ist echt lange her. Und ich glaube, es ist auch nicht in unserem Sinne, dass wir jetzt everybody's darling sein wollen und ich bin auch froh, dass wir nicht Mainstream sind. Das fand ich immer langweilig und von daher fühle ich mich sehr wohl in meiner Haut und finde es auch völlig okay, wenn einer sagt, ich kann da nichts mit anfangen. Es gibt so viele Musik, mit der ich auch nichts anfangen kann. Ich glaube, das ist normal. Super. Wie geht's dir jetzt? Heute Abend ist der Film Roter Teppich in Berlin. Bist du aufgeregt? Ich meine, ihr habt es ja schon hier bei uns auf dem Filmfest gezeigt. Aber ist da noch so eine Aufregung bei? Jetzt ist ja auch doch wirklich so viel Privates. Also ich meine, ich habe gelernt, dass du ein Diktator, schon immer ein Diktator warst. Von einer, die es wissen muss, deiner Mama. Nee, ich freue mich richtig jetzt auf die Filmpremiere. Ist sowieso eine spannende Woche. Wir haben auch noch unsere neue Single kommt jetzt raus. Wir haben jetzt das 7. Chapter bricht jetzt an. Nach dem Weggang von Basti und Michael haben wir jetzt ja wieder die nächste Phase eingeläutet. Und da kommt dann die Single Waste Your Youth. Kommt jetzt raus am Freitag. Donnerstag kommt der Film in die Kinos. Jetzt Premiere. Also im Moment viel los, macht richtig Spaß. Endlich wieder, ne? Nach den letzten Jahren, finde ich. Absolut verdient. Alles Gute dafür. Toi, toi, toi. Heiße Beinbruch, keine Ahnung, was man alles sagt. Ich danke. Bis bald im Alstertal irgendwie, ne? Jo, okay. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.